Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einer Set-Review. Wie angekündigt schauen wir uns heute Sonne und Mond 7, Sturm am Firmament an, werden das aber relativ kurz halten, weil nicht so viele spielbare Karten drin sind. Zu den wenigen möchte ich aber auch tatsächlich dann ein bisschen näher eingehen. Aber gut, wir starten wie immer, ihr kennt es, wir starten mit den Pokémon, starten mit den Pflanzen. Ja, die sind die ersten in der Edition, wir gehen das so wirklich der Reihe nach durch und halten das erste Mal einfach nur, weil Xerox an und für sich cool ist, mit Sichlor. Und Sichlor ist an und für sich cooles Pokémon vom Artwork her, ist auch ein Reprint, gab es früher schon, aber doppeltes Spiel macht diese Karte wirklich stark. Du suchst dein Deck nach bis zu zwei Sichlor und lege sie auf deine Bank, mische anschließend dein Deck. Das heißt, es hilft euch beim Setup. Das, was wir jetzt die meiste Zeit mit Linette und so versucht haben, und zwar Basis-Pokémon aufs Feld zu bekommen, für spezielle Decks, macht Sichlor mit seiner Attacke selber. Natürlich ist das seine Attacke. Er soll aber auch erst wirklich was machen, wenn er entwickelt ist und dann angreift. Deswegen ist das auch in Ordnung. Also doppeltes Spiel. Bereitet schon mal das Setup für das Xerox GX vor. Eine Agilität, klassisch wie wir es kennen, macht Damage und man wirft eine Münze und ist nächste Runde vor Angriffen geschützt, wenn man Kopf trifft. Ansonsten, die nächste interessante Karte ist Gewaldro und da bin ich gespannt, wann wir und wie wir Gewaldro in Aktion erleben werden. Denn was kann es? Naturgewalt, die Fähigkeit sagt, verhindere allen Schaden, der deinen Pokémon, an die mindestens eine Pflanzenenergie angelegt ist, durch Attacken von Ultrabestien deines Gegners. Und das ist ziemlich cool, denn wir werden jetzt tatsächlich sehr viele Ultrabestien-Decks sehen. Es gab jetzt schon sowieso viele mit Mosquito. Ja, und mit dem Agoyon GX und mit dem Abendmähne Necrozma. Das sind alles Ultrabestien, ja. Und die haben alle ihre Vorzüge. Und da können wir davon ausgehen, dass wir mehrere dieser Decks sehen werden. Das heißt, die Karte hat Potenzial. Weil wenn sie kommt, dann schützt sie das komplette Deck, solange die Pokémon Energiekarten tragen. Wenn man wieder guckt, was würden für Karten gespielt, die Energiekarten wegnehmen, vor allem Basis-Energiekarten, das sind gar nicht so viele. Ja, und da kann man sich schon gut davor schützen. Was die Karte aber auch noch gut macht, ist mächtiger Sturm. Für eine Pflanze-Energiekarte macht 20 mal der Anzahl an allen deinen Pokémon anliegenden Energiekarten, macht es 20 Damage. Das ist schon echt irre. Also, vor allem, wenn man das in so einem Rayquaza GX-Deck spielt, da wird ja sowohl Pflanze als auch Elektroenergie benötigt. Und wenn man da einfach viele Energiekarten hat auf den Rayquaza, und man spielt gegen ein Ultrabestien-Deck, dann gewinnt eigentlich Gewaldro an sich das Game. Nächst coole Karte ist Tangolist GX. Ist auch ein Partner, den man tatsächlich sehr gut zu Zoroark packen kann. Weil Zoroark hat so ein paar Schwächen, ja, und das sind unter anderem sowas wie Wolverock und Mosquito, ja, wegen den Schwächen und Effekten und allem. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn Tangolist ist ein Pflanzentyp. Und es gibt aktuell wenige wirklich starke Feuer-Pokémon. Heißt, schwächentechnisch würden wir hier kein Drawback haben, haben aber den Vorteil seiner Attacken. Und zwar Perplex macht 40 Damage für eine Pflanzenergiekarte, verwirrt den Gegner, das ist schon mal gut. Wir kennen es von Psyana GX, ist in dem Fall natürlich etwas schlechter, weil es erst ein Phase 2 Pokémon ist und nicht wie Psyana GX ein Phase 1 Typ. Sondersensor macht das Pokémon aber ziemlich stark für zwei Energy Attachments, effektiv eine Pflanzenenergie und eine doppelfarblose Energie. Machen wir 90 Damage plus potenzielle 90 weitere, sofern wir genau dieselbe Anzahl an Handkarten haben wie unser Gegner. Und das ist so leicht hinzukriegen, wenn man ehrlich ist. Wir haben Möglichkeiten, Karten zu ziehen, Karten zu mischen. Wir haben den Richter, ja, wir haben die Nachahmerin, wir haben Cynthia, wir haben N aktuell noch im Format. Wir haben Plate, wir können Karten runterspielen, wir können Karten wieder nachziehen, wie zum Beispiel durch Zoroark GX, dafür ist ja der Partner da. Das heißt, man discardet absichtlich Karten, um dann dieselbe Handzahl zu haben wie der Gegner. Dann macht man für drei Energiekarten 180 Damage plus 30 weitere mit Wahlband. Ja, das ist immer die nächste Option oder die nächste Sache, die man mit einrechnet. Und das macht schon ordentlich Damage, ja. Und es hat auch immer noch eine GX-Attacke. Und die ist auch nicht verkehrt. Und zwar wähle ein Pokémon eines Gegners. Dein Gegner mischt jenes Pokémon alle an es angelegte Karten in sein Deck zurück. Und das kann wirklich spielentscheidend sein. Wenn ein mächtiges Pokémon euch entgegengestellt wird und ihr kriegt es nicht weg, dann könnt ihr es einfach ins Deck zurückmischen und die größte Gefahr damit bannen. Ja, tauscht ihr zuvor mit Bromley, holt euch das Pokémon nach vorne, was weg soll, und dann habt ihr die Gefahr gebannt. Also Tangolist, ziemlich coole Karte. Phase 2 ist immer die Sache, wie kriegt man schnell raus. Aber wenn es da ist, dann holy moly. Makargo, eine der besten Karten wirklich aus diesem Set und wird auch dann nach der Rotation extrem stark sein. Für die Fähigkeit sanftes Gleiten. Und zwar einmal während deines Zuges kannst du dein Deck nach einer Karte durchsuchen, dein Deck mischen und dann diese ausgesuchte Karte oben auf dein Deck legen. Warum ist die so gut? Weil ihr wisst natürlich, was ihr als nächstes zieht. Ihr aktiviert aber diesen Effekt nur, wenn ihr auch im selben Zug dann Karten ziehen wollt, wie zum Beispiel durch Zoroark GX. Schmeißt eine Handkarte weg, zieht die zwei obersten Karten. Dann zieht ihr genau das, was ihr braucht. Und ihr könnt das ja
Je mehr Makagos ihr habt, mehr Zoroarks, könnt ihr das öfter machen. Und dann eure Puzzle-Pieces suchen und eure Strategie aufbauen. Euer Feld füllen mit wichtigen Karten. Ja, ob es jetzt ein Support ist, den ihr zwingend braucht, ob es jetzt nochmal ein Pokémon ist, eine Energiekarte, ja, eine Spezialenergie. Ihr könnt euch alles raussuchen und das macht dieses Pokémon wirklich wahnsinnig stark für ein Phase 1 Pokémon so einen coolen Effekt zu haben. Also ich denke, Makago wird nach der Rotation, sobald so Karten wie Parallelstadt raus sind, wird man die fast überall sehen können, weil die ist wirklich stark. Logok schaut gut aus, leider nicht so krass spielbar, genauso wie Arctos. Die nächste interessante Karte, finde ich, ist Sumpex. Hat auch eine starke Fähigkeit mit Kraftzug. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du eine Karte aus deiner Hand abwerfen. Wenn du das machst, ziehe drei Karten. Sehr stark, ja, auch hier wieder ein bisschen Draw-Support. Wir merken schon, es wird hier ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und Hydro-Pumpe erinnert an das alte Keldeo und auch alle anderen Wasser-Pokémon, die diese Attacke schon hatten. Macht 80 plus 20 weitere für jede Wasserenergiekarte, die anliegt. Man kann natürlich diese Pokémon in einem Low-Budget-Deck ja, als erstens Draw-Support, aber auch als mächtigen Angreifer benutzen. Denn es mit drei Energiekarten sind nochmal plus 60, sind wir bei 140. Mit einem Walbart 170. Ich meine, wir könnten ein paar GX oder EX-Pokémon besiegen, aber nicht alle. Aber trotzdem, Zumpex, definitiv eine sehr nice Option. Genauso Kapalores, schwungvoller Tanz. Einmal während deines Zuges kannst du eine Karte ziehen. Einfach so, eine Karte ziehen. Nicht schlecht, Phase 2, selbe Geschichte, hochzüchten. Aber in Kombination, ne? Man kann massig Karten ziehen und das finde ich schon saustark. Umkreisende Tanzschritte 70 plus, diese Attacke fügt 10 Schadenspunkte mehr, mal der Anzahl der anderen Pokémon im Spiel zu. Okay, deiner und deines Gegners. Okay, je mehr Pokémon da sind, größere Tanzparty und dann mehr Damage. Warum nicht? Also auch da Kapalores nicht nur ein guter Draw-Support, sondern auch tatsächlich ein guter Angreifer. Ich denke, in Kombi wird man die beiden auch sehen können. Weiter geht es mit Kyogre, ist in dem Fall auch für so Aqua-Toolbox-Decks wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Mit Doppelplatscher, zwei Pokémon 30 Schaden zufügen für zwei Energiekarten und bekannte 120 Damage, ja, für drei Energiekarten kennt man. Elektroball, bin ich noch nicht ganz sicher, wie gut ich die Karte finde. Extra Energiebombe, einmal während deines Zuges kannst du fünf Energiekarten aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Pokémon außer Pokémon GX oder EX anlegen. Wenn du das machst, ist dieses Pokémon kampfunfähig. Schön ist, dass es heißt Energiekarten. Das heißt nicht nur Basis, es könnten auch Spezialenergiekarten sein. Unschön ist, dass ihr dafür zwei Preise verliert. Je nach Situation kann euch das egal sein. Das ist halt wieder so eine Sache. Es ist wieder in Phase 1. Man muss es erst entwickeln. Man braucht diese Anzahl an Energiekarten im Discard-Pile. Und man braucht auch diese notwendige Situation, diese Karten rauszuholen. Und in diesem Moment ist die Karte stark. Und ansonsten, denke ich, werden wir den Effekt nicht so oft einsetzen können. Elektroball, 50 Damage und Falten und Frittieren. 30 plus, lege beliebig viele Energien von deinem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der auf die Weise auf den Ablagestapel gelegten Karten zu. Wenn wir das so natürlich starten, erst großen Damage legen und danach uns selber opfern, um die Energiekarten zurückzubekommen, dann ist das cool. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür zwei Preiskarten hergeben möchte. Weil im Normalfall besiegen wir dann ein Pokémon des Gegners, das ist ein 2-2-Tausch. Warum muss ich jetzt zwei Pokémon aufgeben oder zwei Preise aufgeben? Energieerdung, habe ich gesehen, ist als mögliche Karte für ein Rayquaza-Deck vorgeschlagen worden. Sagt nämlich, wenn eines deiner Pokémon durch den Schaden einer Attacke deines Gegners kampfunfähig wird, kannst du eine Basis-Energiekarte von jenem Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Das ist quasi unser EP-Teiler. Wenn an diesem Pokémon noch ein EP-Teiler liegen würde, würde es sogar zwei Energiekarten bekommen. Das ist an und für sich in Ordnung. Ich weiß nur nicht, ob wir da wirklich dafür ein Phase 1 Pokémon brauchen oder ob wir das anders machen können, mit einem fleißigen Staffelholz zum Beispiel. Es gibt immer noch Möglichkeiten, deswegen würde ich jetzt erstmal von Landturm wahrscheinlich abraten. Voltenso ist wie das alte Fiaro, werden wir denke ich nicht sehen. Vor allem hier heißt es erst, wenn du tatsächlich als Zweiter beginnen würdest, dann kannst du das Pokémon auch als dein Start-Pokémon legen, obwohl es eine Entwicklung ist. Pantymos kann nicht von geraden Nummern getroffen werden, das kann man so leicht manipulieren. Durch Karten wie Walband, ob man es anlegt oder nicht, weil das ist ein 30-Differenz, ja. Je nachdem würde man wahrscheinlich eher auf einer ungeraden Zahl landen. Also auch da eher nicht so Rückkopplung. Für jede Karte, die der Gegner in der Hand hat, 10 Damage auf sein aktives Pokémon. Also ich weiß nicht, und ein bisschen. Nee, also auch da bin ich nicht so begeistert. Groink und Co. haben wir schon alle gesehen. Nächste sehr gute Karte ist Banette GX. Für zwielichtige Aktionen einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, wenn dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, kannst du eine Schadensmarke von einem Pokémon auf ein anderes Pokémon verschieben. Und das finde ich nicht schlecht. Ja, da kann man nämlich immer gucken, welches Pokémon ist gerade in der Range, vielleicht mit dem nächsten Hit besiegt zu werden. Nehmen wir da mal ein paar Punkte weg und verteilen das ein bisschen. Und was eigentlich saustark ist,
ist die Attacke, und zwar Schattengesang. Macht nämlich für eine Psychoenergiekarte 30 plus. Diese Attacke fügt 10 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Unterstützerkarten in deinem Ablagestapel zu. Du kannst auf diese Weise höchstens 100 Schadenspunkte mehr zufügen. Ist trotzdem 130 Damage für eine Energiekarte. 160 mit Wahlband und typmäßig Psycho-Pokémon sind stark, sind bekannt, weil Kampf-Pokémon aktuell sehr gut sind und meisten davon haben entweder eine Psycho- oder eine Blattschwäche. Das heißt, auch da eben könnten wir das mit Zoroark sehr gut kombinieren, um da diese Schwäche zu covern, weil Zoroark hat Schwäche Kampf, ja, und Kampf hat Schwäche Psycho und Psycho haut dem halt einfach aufs Maul. Deswegen sehr starke Attacke mit Schattengesang, generell das Pokémon ist gut, bisschen klein mit 190 KP, aber Phase 1 schnell entwickelt, voll in Ordnung und Grabjagd GX nimmt 3 Karten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Vor allem ab dem Moment, wo man halt wahrscheinlich keine N mehr sehen wird nach der Rotation und man nicht weiß, ob viele Judge oder so spielen, hat man nicht das Problem, dass man 3 Karten vom Discard auf die Hand nimmt und dann werden sie wieder reingemischt. Ja, man behält sie erstmal auf der Hand. Wenn nicht, dann hat man trotzdem 3 gute Ressourcen wieder im Deck, was auch sehr stark ist. Also eigentlich hat man keine Nachteile davon. Man hat es ja auch bei Silvaro GX gesehen, der Effekt war einfach sehr gut. Man hat ihn auch jede Runde, also jedes Spiel einsetzen wollen. Deoxys alle nicht so, muss man nicht viel dazu sagen. Auch hier Meditalis, Pupanz. Was vielleicht noch interessant ist, ist das Regirock. Als Kampftyp mit Spezialstampfer macht 20 plus, wenn an dieses Pokémon eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. Das heißt, auch hier stacken wir wieder ein bisschen, dann sind es 20 plus 20 plus eventuell das Wahlband. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wenn noch eine Stärke-Energie anliegt, dann haben wir hier für eine Energiekarte 100 Damage oder was? 20 plus 20 sind 40 plus 70, ja, sind 100 Damage. Krass, finde ich gut. Also da kann man echt sehr viel Spaß haben mit dem Pokémon. Und Hammerarm, lege die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel. 100 Damage straight, braucht aber 2 Kampfenergiekarten, eine beliebige ist okay. Was das Pokémon auch gut macht für so Decks wie das Mosquito GX, wir haben hier eine andere Schwäche. Und zwar keine Psychoschwäche, sondern eine Blattschwäche. Was natürlich gegen ein Tangolist nicht so gut wäre, aber das sieht man ja nicht so oft erstmal, denke ich. Wir hätten auf jeden Fall hier nochmal einen Vorteil, ein anderes Pokémon zu sehen mit einer anderen Schwäche. Kolossan, die ganzen Jungs, die lassen wir alle weg, die können alle nichts. Sherox, nur weil wir das Sichlo angesprochen haben, Gefahren sind, wenn die verbleibenden KP dieses Pokémon 100 oder weniger sind, fügen seine Attacken im aktiven Pokémon eines Gegners 80 Schadenspunkte mehr zu. Okay, kriegen wir auf die Waffe, kriegt der Gegner umso mehr von uns auf die Waffe. Die Attacke Stahlflüge macht 80, dann im Optimalfall 160 mit der Fähigkeit. Und sagt, wir bekommen in der nächsten Runde 30 Schadenspunkte weniger zugefügt von gegnerischen Angriffen. Und das ist schon mal echt nicht schlecht. Wir sind schon so halb am Verlieren und dann schützen wir uns auch noch und teilen aber mehr Damage aus. An und für sich eine coole Karte. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt groß sehen werden. Die Resistenz gegen Psycho ist sehr gut, ja, weil wir werden noch bei den Ultra-Bestien mit Argoyon und Co. und auch Deponitox wird noch da bleiben. Werden wir immer noch Psycho-Pokémon haben, die ordentlich Damage rausdrücken können. Die Resistenz dagegen ist gut. Über Kreuzschneider GX macht 100 plus, wenn das aktive Pokémon eines Gegners ein Entwicklungs-Pokémon ist, fügt diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. 100 Schadenspunkte mehr zu. Ja? Und wenn man dann noch die Gefahrensinnfähigkeit mit einrechnet, dann besiegen wir eigentlich jedes entwickelte Pokémon. Und das sind ja die großen, die mehr als 200 KP haben. Das heißt, wir würden da auch mit 200 nicht hinkommen. Wahlband, 230, ja. Aber auch da gibt es Pokémon, die haben immer noch mehr KP. Wir würden also theoretisch alles besiegen. Also Sherox finde ich ein cooles Pokémon. Braucht doch hier irgendwelche Energiekarten und nur 2 für den Angriff. Das ist schon echt stark. Phase 1, 210 KP. Ich bin ein Fan auf jeden Fall von ihm. Metagross nur dafür, wenn man Choice Entschluss spielt, dann wird der Zug nicht beendet. Das ist nämlich der Effekt von dieser Karte. Man darf was sehr Gutes machen, muss aber den Zug dafür abgeben. Nur dafür ist Metagross da. Passt ja auch zu ihm, weil es sein Signature-Pokémon ist, aber ansonsten meh. Traum des Verderbens, auch hier nichts Besonderes, schaut zwar süß aus, aber ich bin da auch spieltechnisch kein großer Fan davon. Kaguron finde ich sehr stark mit Mondhake, 160 Damage, jetzt schauen erstmal viele und sagen, Maxi, Mann, der braucht 5 Energiekarten, um Damage zu machen, dann sage ich, noch nicht ganz. Wenn die Summe der verbleibenden Preiskarten beider Spieler genau 6 ist, kann diese Attacke für nur eine Metallenergiekarte eingesetzt werden. Und das ist hart. Und das ist so eine Sache, im richtigen Moment die Karte zu spielen, bringt euch einfach den Sieg gegen ein GX-Pokémon. Ja, mit ein bisschen Support, ein bisschen Schaden vorgelegt, das Ding zerreißt halt einfach. Schön, was mir gerade auffällt, ist auch, das Gewicht wird hier mit 999,9 Kilogramm angegeben. Weil nicht genug Platz ist, um noch mehr drauf zu packen. Ich denke, Kaguron wiegt ein bisschen mehr. Aber hey,
möchte ihn nicht dafür kritisieren, dass er dick ist. Muramura GX, unser neues, komisches Ultrabestien-Pokémon, ist wahnsinnig gut. Das wird wirklich jetzt die Ultrabestien nochmal pushen, die sowieso schon stark sind. Denn die Fähigkeit Ultrawand sagt, deine Ultrabestien werden durch Attacken deines Gegners 10 Schadenspunkte weniger zugefügt. Die bleiben einfach länger auf dem Feld. Vor allem, das kann man stacken. Wenn wir 2 oder 3 oder 4 von den Muramura auf dem Feld haben, dann kriegen wir immer weniger Damage. Vor allem nachdem Schwäche und Resistenz ja verrechnet wurde, haben wir noch eine Resistenz, kriegen wir noch weniger Damage. Dann bleiben die ewig. Und dann haben sie vielleicht noch einen Kampfgeistgürtel. Zumindest jetzt noch und haben sowieso schon mehr KP. Also das wird schon echt fies mit Muramura. Da werden so Decks wie eben das Mosquito und das Agoyon definitiv wieder groß aufleben, weil wir kriegen die Pokémon ja auch schnell raus mit der Ultra-Dimension. Wir kriegen sie schnell aufs Feld, das heißt, wir haben den Support. Das Deck wird dünner, wir ziehen nur noch die brauchbaren Item- und Supporter-Karten, die Energiekarten, um anzugreifen. Das ist schon nicht schlecht, ja. Jetzt, wo wir noch Lynette haben, kann man sich mit Lynette auch einfach ein paar von den Muramuras rausholen. Und dann mit der Ultra-Dimension noch ein paar Angreifer. Also ich denke, Ultra-Bestien-Decks werden extrem stark. Gigaton-Stampfer, 120 Damage, guter Wert und Mauerwerk ist auch wahnsinnig stark. 50 plus, diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der von dir genommenen Preiskarten zu. Und das geht auch relativ fix dann. Weil die Decks sind dann so ausgelegt, dass sie viel Damage drücken, wenig kassieren, schnell die Knockouts kriegen, schnell Preise ziehen und du noch mehr Damage machst mit deinem Muramura-GX. Und da freue ich mich echt drauf. Also ich denke, davon werden wir viele sehen. Ich glaube, Marco hat mir schon gesagt, dass er sich jetzt dieses Deck bauen wird, weil er riesen Fan ist. Mit dem Abmin in Crossma auch, der GX in der normalen Version, mit Agoyon, mit Muramura und noch so ein paar One-Offs, ja, wie zum Beispiel auch das Kaguron. Kann man ja auch mit reinpacken. An und für sich echt eine gute Karte und ist eh schon so Metal-lastig. Latias Prismastern, bester Support für die Drachen-Pokémon. Mit traumhafter Nebel machen wir erstmal 30 Damage für eine Energie und lege eine Basis-Energiekarte aus deinem Ablagestapel an jedes Drachen-Basis-Pokémon auf deiner Bank an. Und wenn wir das in einem Rayquaza-Deck spielen, logischerweise, und da sind einfach mal 3 Rayquaza auf der Bank, dann legen wir alles an die an. Und das ist super stark. Wir dürfen davon nur eine Karte spielen, das ist klar. Und wenn dieses Pokémon besiegt wird, dann wird es aus dem Spiel entfernt, komplett. Dafür ist sie aber auch so stark. Latios ist auch okay, ist aber für entwickelte Drachen-Pokémon da, werden wir nicht sehen, deswegen ist die Karte nicht so knülle im Moment. Vielleicht werden wir irgendwann starke entwickelte Drachen-Pokémon sehen, wo sich das lohnt. Der Boss der Bosse. Ich meine, der Hype ist groß, weil es einfach Rayquaza ist, ja, und es ist das neue, interessante Pokémon. Wie gut es wirklich ist, werden die ersten Turniere dann zeigen, aber ich finde es an sich schon mal mega geil, wieder ein schönes, spielbares Rayquaza zu haben. Das letzte, was ich gespielt hatte, war ja dann das Mega-Rayquaza. Ich habe es geliebt und gesuchtet und nur das gespielt eigentlich. Und ich denke, das werde ich jetzt auch mit diesem Deck hier machen. Stürmische Winde sagt, wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du die obersten 3 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, lege eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an dieses Pokémon an. Und so wie ich das verstanden habe, legst du zuerst die 3 Karten weg und wenn darunter auch eine Energiekarte liegt, dann kannst du eine davon da anlegen. Das kann man also auch manipulieren, was oben drauf liegt vielleicht sogar. Und warum ist das so gut? Ja, wir wollen das Deck fluten mit Energiekarten, weil Drachenbruch dann umso stärker wird. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mal der Anzahl der an deine Pokémon angelegten Basis-, Pflanzen- und Blitzenergiekarten zu. Und deswegen wollen wir das Feld füllen. Lanturn, ja, haben wir deswegen gesagt, wäre gut, wenn die Energiekarten auf dem Feld bleiben, weil dann sind die Rayquaza stärker. Wir müssen das aber erstmal aufs Feld bekommen. Top-Elixier. Klare Sache, brauchen wir. Alles, was irgendwie Energiekarten entweder in den Discard-Pile bringt und uns wieder anlegen lässt, durch das Latias oder direkt aufs Feld bekommt, ist genial. Feldfluten, wie bei dem Darkrai EX-Deck damals, selbe Geschichte und dann draufhauen einfach. Und für jede Energiekarte 30 Damage. Das ist schon heftig. 6 Energiekarten, 180 Damage kriegen wir locker hin, denke ich. Und dann mit einem Walbahn 210 und alles, was on top kommt, besiegt halt auch die großen GX-Pokémon. Unwetter GX, lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 10 Karten. War das nicht auch bei Zenlong GX? Zenlong oder war das bei Metagross? Einer von den beiden hatte auch einen ähnlichen Effekt. Ich hatte schon mal in dem Display-Opening über das Dumiesel gesprochen, wegen der Guerilla-Taktik. Die finde ich saugut. Also muss man sich überlegen, ob man die Karte einfach mal behält und nicht in den Bulkstapel wirft. Zumindest nicht so viele davon. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Basis-Pokémon und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Wenn du mindestens ein Pokémon auf diese Weise auf deine Bank gelegt hast, dann kannst du dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Auch jetzt gesetzt im Fall, wir spielen es in einem Rayquaza-Deck. Wir greifen mit der Guerilla-Attacke an, holen uns 3 Rayquaza raus, dann können wir sie direkt das Dumiesel wieder auf die Bank ziehen und ein großes Pokémon nach vorne packen. Oder irgendeine Wall, die wirklich viel Leben hat. Das setzt dann im Expanded ein Waylord, ist keine Ahnung. Man kann auf jeden Fall sich Karten raussuchen. Es ist der Angriff, klar.
Wir riskieren einen Bankplatz zu verlieren durch ein eigentlich dann nutzloses Pokémon. Aber an und für sich ist der Effekt nicht schlecht. Deswegen, ob man das irgendwo nochmal so techmäßig mal mit reinhaut, um schneller an seine Pokémon zu kommen. Im Early Game, ja klar, aber wenn es später kommt, ist die Karte wahrscheinlich nicht mehr brauchbar. Enikoro, einfach, nehmen wir die Hole, weil die schöner ausschaut. Suche nach Freunden. Fähigkeit. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um ein Pokémon zu entwickeln, dann kannst du zwei Unterstützerkarten von deinem Ablagestapel auf die Hand nehmen. Wir haben aktuell nicht so viele Möglichkeiten, an diese Ressourcen wieder zurückzukommen, deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Option. Aber auch hier ein entwickeltes Pokémon, was danach nichts kann. Katzenkick. Es ist ein einmaliger Effekt. Man kriegt es nicht auf die Hand und rückentwickeln oder mit der Superanziehungskraft, das lohnt sich nicht. Also wir haben halt das Problem, dass wir keinen Zeitpuzzle mehr haben, aber wir werden bestimmt noch Möglichkeiten bekommen oder finden, um auch unsere Unterstützerkarten wieder einsetzen zu können. Bis dahin werden wir eh jeden vier- oder dreimal spielen. Das passt, das funktioniert dann trotzdem. Die Full-Art-Karten schauen wir nur ganz kurz drüber, weil ein paar davon haben wir tatsächlich schon gesehen. Muhaha, die haben wir selber gezogen. Die schauen schon echt mega schön aus. Also auch hier Arctos, bin ich ein Riesenfan davon. Banette schaut mega aus. Xerox, ihr wisst, wie es ist. Muramura, Rayquaza, mein Freund. Ohne Mist, ich freue mich schon so drauf, den endlich zu haben. Und auch hier die Rainbow Rare, selbes Spiel. Hammer, Riesenfan. Gut, weiter geht's. Trainerkarten schauen wir noch schnell durch. Kunstrad. Karte, die ihr haben müsst, viermal, ist einfach saustark. Schau dir die obersten zwei Karten deines Decks an und nimm eine davon auf die Hand, lege die andere auf den Ablagestapel. Wenn ihr das wieder manipulieren könnt, wie mit Makago zum Beispiel, ihr legt euch eine Karte nach oben, die ihr unbedingt haben wollt, dann habt ihr da die Chance, diese Karte auch direkt zu ziehen. Oder wenn es ein Zoroark ist. Also Kunstrad definitiv auch einfach, man kann Karten ziehen. Das ist immer gut. Aprikoko-Hersteller, irgendein Item-Karten aus dem Deck suchen, die Ball beinhalten, wie Ultraball. Bin ich kein Fan von, ich würde auch Ultraball nicht spielen wollen, nur falls ihr es wissen wollt, sieh dir deine verdeckten Preiskarten an, du kannst eine Ultra-Bestien-Karte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen, sie auf deine Hand nehmen und diese Karte anstelle dieser Preiskarte hinlegen, dann mischst du deine Preiskarten. Schön ist, dass du dir dann natürlich deine Preiskarten mal anschauen kannst, dass du dir eine wichtige Karte raussuchen kannst, die eine Ultra-Bestie ist, sofern eine drinnen ist. Aber dann legst du dir eine nutzlose Karte hin und weil du ja wieder mischt, weißt du nicht, wo dieser Ultraball liegt. Und wenn du dann eine Preiskarte nimmst, hoffst du eigentlich was Spielbares zu ziehen, nutzt du dir wieder diesen Ultraball. Wenn man das so lange machen kann und wirklich viele Ultrabestien in den Preisen liegen, dann funktioniert das auch. Aber irgendwann ist das halt eine nutzlose Karte auch auf deiner Hand. Deswegen, wir haben so viele Möglichkeiten, an Ultrabestien zu kommen. Und wir werden nicht immer nur eine Version davon spielen als unseren Main-Attacker, mindestens zwei oder drei. Bildswartung kennen wir von früher, mische deine Karte aus deiner Hand in dein Deck, wenn du das machst, ziehe drei Karten. Nachahmerin, auch hier, holt euch die Karte direkt, die ist super stark, mische deine Handkarten in dein Deck und ziehe anschließend eine Karte für jede Karte auf der Hand deines Gegners. Das ist für Tengulist, ja. Dass man dieselben Handkarten hat oder dieselbe Anzahl an Handkarten wie der Gegner, macht man direkt seine 180 Damage, das ist super gut. Energiewiederverwertung. Wir können aus zwei Effekten auswählen, eine Basisenergiekarte vom Ablagestapel auf die Hand holen oder drei Basisenergiekarten wieder ins Deck mischen. Wir haben noch die Angel, die fällt aber dann auch raus. Wir haben zwei Rettungstrage, das ist für Pokémon, aber na gut, für Energiekarten. Wir haben noch den Energierecycler, der lässt uns fünf Basisenergiekarten wieder ins Deck mischen. Aber je nach Situation ist die Karte echt nicht schlecht. Also habt einfach davon auch zwei Stück oder so in der Rückhand. Das ist nie verkehrt. Freundesball-Tali können wir skippen. Notgürtel, nee. Lebenskräuter auch nicht. Xenia auch nicht. Köderball ist auch nix. Der Pokénuff könnte in der Zukunft vielleicht mal spielbar sein. Schau dir die obersten drei Deckkarten an. Deines Decks an. Du kannst ein Pokémon oder eine Energiekarte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf deine Hand nehmen. Lege die anderen Karten in beliebiger Reihenfolge zurück auf dein Deck. Das heißt, da könnt ihr auch kombinieren. Ja, dann wisst ihr, was ihr zieht. Ihr schaut euch die obersten Karten an, nehmt eine davon auf die Hand, legt das andere wieder zurück und wenn ihr dann wieder ein Kunstrad spielt, dann zieht ihr dieselben Karten oder wenn ihr dann mit Makago nochmal irgendwie das rearrangen wollt und dann mit dem Pokénuff, also ihr könnt euch da echt sehr gut selber unterstützen und Karten ziehen, die ihr auch wirklich braucht. Regenbogenpinsel, nein, Sonderbonbon, nein. Schreinebestrafung, lege zwischen den Zügen eine Schadensmarke auf jedes Pokémon GX und EX, deine und deines Gegners. Und es wird immer so sein, dass irgendwelche GX und EX auf dem Feld liegen und auch diese 10 Damage werden am Ende des Tages echt entscheidend sein. Also gute Stadionkarte für wahrscheinlich Non-EX, Non-GX-Decks, die so ein bisschen Spread-Damage machen. Fällt mir ein Pokémon, habe ich vergessen, dann springe ich gleich zurück. Troy's Entschluss, haben wir gesagt, mit Metagross, durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Karten, nimm sie auf deine Hand, anschließend endet dein Zug. Meh, das ist so fies, es ist zwar stark, aber dass der Zug endet, ist halt Mist. Das bringt halt nichts im Moment, ja, weil dann wird trotzdem wieder geschaffelt oder so. Und dann
hat man den Support umsonst gespielt, sein Zug beendet, man konnte nicht angreifen. Ganz schlechte Sache. Also im Moment sehe ich keine Möglichkeit, die Karte gut zu spielen. Reprints, Reprints, Reprints. Ben und Svenja, ja gut, man kann entweder so lange ziehen, bis man seine Handkarten ins Deck mischt und dann 5 Karten ziehen. Auch okay. Oder man tauscht sein aktives Pokémon gegen eins auf der Bank aus. Brauchen wir auch eigentlich nicht spielen. Wir haben genug Möglichkeiten, das anders zu machen. Full-Art-Versionen schon sehr schön aus. Nachahmerin, sehr süß hier. Mit den verschiedenen Copies, die sie ja macht als Copycat. Mit Pikachu, hier Team Rocket. Hier Blaine, wie hieß der nochmal? Pyro? Xenia, Troyes und Schluss. Die schauen schon echt super geil aus. Und ich freue mich auch schon hier auf die Secret-Rare-Karten mit Kunstrad und Co. Und bei den Energiekarten haben wir eigentlich nur die Regenbogenenergie und die ist jetzt auch endlich als goldene Version da. Das ist gut, ja. Wir werden die Karte auch nach wie vor irgendwo in Decks finden. Vor allem mit der Möglichkeit, einfach jeden Energietypen zu covern, ist das schon saustark. Ein Pokémon, wie gesagt, hatte ich vergessen, und zwar ein Blitz-Pokémon. Das passt nämlich zu der Stadion-Karte, dass alle GX-Pokémon und X-Pokémon Damage kriegen. Und zwar, wo ist er denn? Koryogel! Hier dieser Kollege mit den geladenen Pompons. Dieser Attacke fügt jedem Pokémon GX und EX deinem und des Gegners 30 Schadenspunkte zu. Und das kann echt dreckig werden. Mit Kapuriki, ne, können wir auch noch mit dem Salto-Sprung, Salto-Kick, Salto-Spirale, können wir auch noch 20 Damage auf jedes Pokémon des Gegners legen und da einfach auf dem Feld verteilen, wie wir wollen. Das ist echt nicht verkehrt. Also da kann man, denke ich, auch Low-Budget-mäßig nochmal ansetzen und ein paar dieser Karten kombinieren. Wie gesagt, auch hier bei den Pflanzen-Pokémon mit Kapaloris definitiv, mit Zumpex auf jeden Fall. Die Geschichte mit Makago, da kann man echt guten Stuff bauen. Also Zoroark-Decks werden ein bisschen gepusht. Die Frage ist, wie gut wird jetzt dann das Rayquaza-Deck sein? Wird man das Gewaldrohr damit reinpacken wollen, weil es an und für sich schon eine echt gute Karte und Kombi ist? Aber das ist eine Sache, die würde ich gerne von euch hören. Also lasst mich in den Kommentaren wissen, welche Decks ihr euch bauen wollt, welche Karten ihr ganz besonders toll findet, auch spielerisch, nicht nur vom Artwork her, wobei mich das auch interessieren würde. Und dann werden wir versuchen, so schnell es geht, diese Karten im Online-Spiel zu bekommen. Ein paar Code-Karten habe ich ja noch. Und ich werde wahrscheinlich alle Code-Karten öffnen, weil um alleine an Rayquazas zu kommen, braucht man, glaube ich, 25 Stück. Und ich habe knapp 40, 45 Codes. Das heißt, das reicht nicht mal. Mit Glück ziehen wir ein paar davon. Und das werden wir dann im nächsten Livestream machen. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Die Review war nicht so knapp, wie ich sie mir vorgestellt habe. Wir haben doch ein bisschen länger gelabert, aber wir sind auf viele Dinge eingegangen, die, denke ich, schon wichtig sind. Und ansonsten, wie gesagt, lasst mir Vorschläge da, was ihr jetzt nächstes sehen wollt, welche Infos man noch irgendwie ergänzen könnte. Und ansonsten checkt mit auf den Discord-Server. Der Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr mit mir auch noch über das TCG labern hier, speziell über das Set Fragen stellen. Und ansonsten Comment-Bereich, schreibt einfach alles rein, auf was ihr Lust habt und wenn es euch gefallen hat, drückt bitte auf den Like-Button, abonniert den Kanal, falls ihr neu dabei seid, aktiviert auch die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video da ist und dann sehen wir uns in der nächsten Review, im nächsten Opening. Da ist schon ein bisschen was vorbereitet, ja, schaut auf jeden Fall mal auch hier in die Anmerkungen da oben, dann seht ihr auch noch ein Video, was ihr euch anschauen solltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum nächsten Video. Bis dann. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.